Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Wir sind wieder bei Mystic Academy, also wird es heute wahrscheinlich wieder ein Pokémon geben, weil ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, aber ich traue mich gerade nicht, die Pokémon-Terminal zu benutzen, weil das gestern bei mir die ganze Zeit eingefroren ist, als ich den benutzt habe. Aber wir werden es gleich probieren. Erstmal wollte ich euch kurz erzählen, warum ich gestern nicht aufgenommen habe. Eigentlich hätte ich zeitlich nämlich gestern aufnehmen können, aber ich hatte gestern irgendwie echt einen scheiß Tag und war deshalb übel schlecht drauf und ich dachte so, Leute, ne, so geht das nicht. Ich hätte es sonst getan, aber also wenn man meine Videos guckt, dann soll man zumindest ein bisschen gute Laune bekommen und ein bisschen gute Laune vermittelt bekommen. Und wenn ich dann selber einen scheiß Tag habe, dann ist das nicht unbedingt das Beste, denke ich. Und warum gucke ich hier überhaupt rein? Was suche ich? Ich suche gar nichts. Ich habe jetzt übrigens meinen Helm auch gemacht und meine Schuhe gemacht. Ich bin jetzt also voll ausgerüstet. Und ich habe ein bisschen Taming XL weggemacht, weil mir aufgefallen ist, dass es übel schwer ist, weil ich war die ganze Zeit vollgepackt. Und jetzt werden wir es versuchen, okay, jetzt kommt der Moment der Wahrheit und es kann sein, dass das Spiel gleich abkackt und ich dann wieder cutten muss und dann wieder eine halbe Stunde warten muss, bis ich auf den Server komme. Aber es klappt! So, wir können nämlich Lucario craften und das werde ich jetzt tun. Ich habe richtig, richtig lange gebraucht, um diese 10 Dinger zu craften davon, weil diese Holy Fessel brauchen, kann ich kurz zeigen, Datura, und für Datura braucht man Narkobären. Also habe ich die ganze Zeit Narkobären gefahren mit Mankylo und dann habe ich Datura gemacht und Datura braucht ewig zum Craften und dann habe ich daraus Holy Fistel gemacht, was auch richtig lange zum Craften braucht. Und das Ding ist, ich wollte eigentlich Grudon machen und der braucht 35 von denen und der hier braucht 10 von denen. Von daher habe ich halt den genommen. Weil 35, ich kann mir im Moment echt nicht vorstellen, wer 35 von den Dingern craftet. Das hat so lange gedauert schon für Lucario. Und wo ist Lucario hin? Okay, oh, ich hatte gerade Angst. Ich denke, ich kann ihn hier beschwören. Ich denke, dass er nicht größer ist als Glurak, hoffe ich. Wo ist er? Ach, Quatsch! Oh Mann. Ey, der ist Level 600. Glurak war nur Level 200 oder so. Guckt euch das an, die Rennanimation. Aber ich kann den nicht reiten oder so, oder? Nee, schade. Aber das ist mal so übel cool. Das Ding ist, ich würde den gerne ausprobieren irgendwie. Vielleicht kann ich Attack My Target pfeifen oder so. Ich habe ein bisschen Angst. Ich gehe mal kurz nach oben, vielleicht kann ich ihn anheben. Ich denke aber nicht. Ich habe so das ungute Gefühl nicht. Darf ich mal durch unter deinem Po? Danke. So, dann nehme ich mal hier den Agentavis. Kann ich dich anheben? Das sah gerade nicht gut aus. Oh Mann. Als ob ich dich nicht anheben kann. Ich versuch's aber mit Quetz. Okay, ich bin genau im Loch gelandet. Das einzige Loch auf dem Dach und ich lande da. Da, oh, darf ich mal landen. So, Quetz, du musst es jetzt reißen. Wenn ich du wäre, dann. Sonst muss ich echt einen Teleporter da aufstellen oder so. Ich glaube, ich habe ihn, oder? Ich habe ihn! Nice. Jetzt müssen wir noch irgendwas finden, wogegen der fighten kann. Ein Dillo, das sieht nach einem gewagten Gegner aus. Jetzt muss ich nur eigentlich drauf sitzen bleiben, damit mein Kötzer nicht mit drauf geht. Und irgendwie so stehen und ich weiß gar nicht, was der Tag meint. Oh, das ist ein Mystic Dillo. Ich weiß nicht, ob der stark ist. Ah, den klatschst du. Greif ihn an! Greif ihn an, Lucario! Gut machst du das. Warum klappt das nicht? Hey, du da. Nein, nicht du da. Warum ist das alles so kompliziert? Komm her, Lucario. Ist das schlecht, den auf neutral? Ich stehe einfach auf neutral und den anderen auf passiv, oder lass ich mich angreifen. Ist das, macht das Sinn? Ich denke schon. Du bist passiv. So, Lucario, komm mit, wir haben einen Kampf. Bist du bereit? Hey, Dillo. Ich wollte schon sagen, ja. Los, Lucario! Zum Angriff! Los! Tu was!
Lucario! Verprügel ihn, bitte! Muss ich jetzt echt stehen bleiben? Bist du echt so... Aua! Was? Der hat 8000 Schaden! Nice, Lucario, gut geregelt. Hast du irgendwas Cooles? Okay, da kann man nicht reingucken. Wir machen weiter. Komm her, Turtles. Übrigens, wir können gleich versuchen, Mew zu tamen. Weil ich habe gesehen, dass unser Dings da, Xenon Enforcer, macht richtig viel Topor. Und dann brauchen wir ihn halt nicht 10 mal abschießen. Ja, hier, komm. Ja, ja, willst du Beef? Komm her. Lucario, los! Da kommt noch einer. Los, tu es! Der verprügelt die einfach, ist das geil. Aber wie cool der dahin rennt. Ich feiere das richtig. Oh Mann, ey, der sieht auch so cool aus. Komm, wir machen ein bisschen Leben. Der kriegt ja auch richtig viel Leben dazu. Aber könnte gut was aus dem machen, aber leider kann man ihn so nicht benutzen. Das ist halt die Kehrseite. Dann nehmen wir den mal wieder mit. Und dann versuchen wir uns Mew zu zähmen. Ich hoffe, dass das klappt. Alucario, den setzen wir auf jeden Fall mal hier oben in der Bude wieder ab. Ich weiß, dass es gerade ein bisschen komisch aus, wie ich da durchfliege. Habe ich den abgesetzt? Ja, der sitzt sogar richtig gut. Ich finde ja immer noch, der sieht einfach nur krass aus, ne? Ich finde, der sieht richtig gut aus. Leider kann man den auch nicht so gut benutzen. So. Dann renne ich kurz mit dem darüber und dann gucke ich wieder. Versuch Mutame wird gestartet. Ich hoffe, dass er nicht mit einem Bissen stirbt. Eigentlich sollte nicht sterben. Ne, der ist nicht gestorben. Der ist nicht gestorben. Er ist bewusstlos. Nice, das klappt echt. Wie gut ist das denn? Ich habe noch nichts, um den zu tamen, glaube ich. Braucht er wohl Bären? Ich hoffe, der braucht eine Bären. Hier, ist du Bären? Du bist nämlich eigentlich, glaube ich, nur ein Jiboa, oder? Ja. Wie gut ist das denn gelaufen? Oh, ich feiere das gerade richtig. Ich habe Mew auf der Schulter. Guck dir an, wie süß das ist. Oh Mann, das ist echt richtig süß. Wie cool ist das denn? Oh Mann, jetzt brauche ich eigentlich noch ein Pikachu und so einen blauen Dingsbums, wo ich nicht weiß, was das darstellen soll. Oh, ist das cool. Nee, ich wollte schon die ganze Zeit einen haben, aber die haben... Oh, hier sind noch 3 Stück. Ich kann die halt nicht tragen. Was hast du davon? Ja, rennen! Wie die beide rennen. Also das ist schon mal mega cool. Da haben wir schon mal heute was geschafft. Wer hätte es gedacht? Das ist ein guter Start. Und dann würde ich sagen, gucke ich mal so rum, was ich so finde. Oder ob ich noch irgendwie ein Pokémon crafte. Vielleicht crafte ich auch ein Pokémon, aber das ist halt echt... Das dauert ewig, um da irgendwas von zu craften. Aber wir werden sehen, ob ich mich damit durchquäle. Dann komme ich gleich wieder, Leute. Bin ich schon wieder und ich bin auf Kano Island. Und erstens ist hier einer von diesen Brontos gewesen. Okay, der wurde anscheinend gerade von dem Tech-Giga aufgefressen, weil hier war gerade ein Level 340er Bronto von diesen roten. Den hätte ich ganz gerne gehabt. Der Rest ist ziemlich low level. Aber da gehen wir anscheinend für den Tech-Giga, weil der hat unser Bronto aufgefressen. Danke für gar nichts, Tech-Giga. Wie viel Top hat der Gute denn? Ah, 57.000, das sollte kein Ding sein, wenn der uns jetzt nicht verfolgt. Bist du lieb? Bleibst du da hinten? Ist er jetzt sauer? Ich glaube, der ist sauer. Ja, ich glaube, er ist sauer. Geh weg von mir! Ich will dich doch einmal abschießen. Lass mich ganz kurz in Ruhe. Wie mache ich das am besten? Wo stelle ich mich hin? Kann ich mich hier oben drauf stellen? Guckt euch das an, Profi am... Du kommst hier nicht hoch, oder? Du kommst hier nicht hoch, oder? Sag mir, dass du hier nicht hochkommst. Wow, ich habe gerade kurz in die Hose gemacht, aber ist nicht schlimm. Easy. Easy, easy, easy. Nice. So, ich hoffe, dass der einfach nur Prime Meat ist. Ich habe Tape X mit. Ich sollte alles mit haben.
Weil ich habe noch nie einen gesehen, also ich denke, dass die halbwegs selten sind. So. Dann nehmen wir den einfach mal mit. Tamex. Okay. Ich wusste das gar nicht reinmachen. Das ging schnell. Hallo, Mr. Tech-Giga, Sir. Komm mal jetzt hierher, so. Komm mal aus dem Stein raus. So, gucken wir uns mal die Werte an. Ich habe das Gefühl, dass der nicht so gut sein könnte. Oh, 300.000 Leben, das geht. Aber er kriegt nicht viel dazu. Das ist halt immer so ein Ding bei Gigas. Auch bei Modded-Gigas ist das halt irgendwie immer so, dass wenn du da irgendwas hochskillst, zum Beispiel auch Damage, dass die ganz wenig dazu bekommen. Aber ich hoffe, dass es bei ihm nicht so ist und dass wir da ein bisschen was draus machen können. Wir werden es sehen, wie viel Schaden der macht. Ich glaube, ich lasse ihn ja sogar mal hier stehen. Und guck noch mal kurz rum, was wir noch so finden. Ob wir noch irgendwas Interessantes finden. Irgendein von denen hier muss man zähmen wie diesen Titanosaurus. Das ist nämlich auch von dem Monster Hunter Mod. Und ich weiß nicht, welcher von beiden das ist, weil hier schwirrt noch einer die ganze Zeit rum. Der da. Und irgendeiner davon, entweder der Devil Joe oder der da, werden mit Katapulten getamed. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht so viel Lust drauf. Level 85! Nein! Lass die Ruhe! Lass die Ruhe. Oh Gott, ich brenne. Was? Der kann mich im Brand stecken, das wusste ich nicht mal. Lass die Ruhe! Oh Mann, wie soll ich das machen? Habe ich ihn. Was habe ich gekillt? Alles ist tot. Außer er. Oh mein Gott, ich bin so gut. Das war alles Absicht. Wie braucht er mehr als einen Schuss? Nein! Geh nicht auf ihn los, geh nicht auf ihn los. Der hat nicht mehr viel Leben. Okay, er geht nicht auf ihn los. Aber der hat richtig viel Topo, da muss ich aufpassen. Da brauche ich ein paar mehr Schüsse. Und der schreit hier so komisch rum. So, Mew, du unterstützt mich jetzt. In schweren Zeiten. Ich hoffe, ich schieße nicht gegen den Spino. Aber ich habe das Gefühl, ich schieße gegen den Spino. Nee. Guck gut. So, gleich noch eine hinterher. Oh, der ist ziemlich schnell. Kann ich ihn bitte anvisieren? Danke. Der ist gegen den Spieler gegangen. Und ich denke, der. Nein! Warum greift er den denn von selber an? Was ist denn mit ihm? Der schafft ihn doch nicht. Ich glaube nicht, dass er ihn schafft. Wie viel Leben hat er da? Okay, der macht ihn anscheinend nicht. Oh, jetzt kommt er zu mir. Der hat ihn so geplättet? Der hat ihn so geplättet? Was? Der hatte 7 Millionen Leben. Ist der ultra stark? Bist du ultra stark, komischer roter Bronto? Hier, friss eine Rakete, die fast gegen den Boden geschossen wäre. Irgendwie macht das schon Bock, mit Schwenkraketen rumzuschießen, muss ich sagen. Das ist echt das Coolste an dem Mod, glaube ich. Dass man nicht mit diesen Pfeilen schießen muss. Wie fährt er schon? Okay, wir sind etwa bei halb. Den Rest kriegen wir auch noch hin. Aber ich kann ja auch so schießen, ich brauche gar nicht anvisieren. Fällt mir gerade so auf. Gib ihm! Weil Bronto ist ja gar nicht so schwer zu treffen. Gib ihm! Nein! Okay, ich bin doch anvisiert. Die teure Rakete. Nein! Komm mit. Nicht hoch. Nicht hochkommen. Kannst schön da unten bleiben. Das war wieder ein Treffer. So, wie viel haben wir schon? Und wo kann ich das sehen? Da kann ich das sehen. Okay, wir haben es bald. Wir haben es bald. Oh, 580, das ist 20 Level unter dem höchsten und eigentlich im Prinzip ein Level, weil das immer in 20er Abschritten gemessen wird. Komm schon. Fall doch mal um. Wie, du kommst jetzt hoch? Nein. Okay, du rennst weg. Das ist gut, das ist gut. Das darfst du gerne machen. Solange du nicht auf mich zurennst, ist alles gut. Kannst du nicht mal kippen? Oh, der geht gegen den Stein. Nein! Oh Mann, ich traue jeder Rakete nach, muss ich ehrlich sagen. Wo willst du hin? Nicht ins Wasser!
Nein! Bleib hier! Wie viel braucht er denn noch? Okay, der ist fast da. Oh, warum gehst du denn jetzt ins Wasser? Das Ding ist, ich könnte wahrscheinlich vorher zähmen, bevor der ertrinkt. Von daher sollte das auch nicht das Problem sein. Obwohl der braucht Bären, oder? Ihhh. Was braucht der überhaupt? Das ist bestimmt. Ich habe auch Kibbel. Irgendwie so Tributkibbel. Und die Palme steht im Weg. Das kann doch nicht sein. Oh Gott. Der Guardian ist hier. Den treffe ich einfach von hier nicht. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Jetzt ist es natürlich dunkel. Ich mache mal Gamma. Damit ihr auch was sehen könnt. Warum ist der jetzt im Wasser? Ich glaube, der will mich ein bisschen verarschen. Ich glaube, ich hole erst den Kibbel und dann komme ich wieder. Ich wieder mit dem Teleporter gehen, das ist recht fix. Und ich hoffe, dass der nicht so ganz viel Tofu verloren hat. Ne, er hat fast nichts verloren. Alles easy. Und jetzt machen wir hoffentlich den letzten Schuss. Ich denke schon. Ihr werdet schneller als die Rakete. Da ist er down. Und eben die Ferry hier wegmachen, dann kriegen wir ein bisschen Sachen, die wir nicht craften müssen. Das ist auch gut. So, und ich habe mega viel von diesem ganzen Kram dabei. Einmal Tame XL. Ich habe hier mega viele verschiedene Kibbel und ich hoffe, das ist Tribut-Kibbel, weil eigentlich ist das. Ja, ist Tribut-Kibbel, aber der braucht mehr als das. Verdammt. Muss ich doch noch ein paar Büsche grabbeln. Los, gib mir Bären. Schnell, bevor er alles aufgegessen hat. Ah, er hat schon alles aufgegessen. Schnell. Ist Bären. Ist du Bären? Nein, der ist keine Bären. Oh, der ist einfach anderen Kibbel. Ist du anderen Kibbel? Ja. Okay, damit tamt er ziemlich langsam. Hätte ich Fleisch probieren sollen? Hast du Fleisch bei? Okay, Fleisch mag er lieber. Das ist sehr interessant. Du bist ein sehr interessanter Bronto. Ah, guckt euch das Level an. 869. Das Einzige, wo man drauf achten muss, das habe ich mir jetzt nochmal erklären lassen, ist, dass man nicht mehr als 255 Punkte in einen Wert packt. Weil dann wird der Stat resettet. Und das ist halt mega kacke. Dann hast du halt einen komplett ausgelevelten Dino, hast aber die normalen Werte. Das ist halt ein bisschen. Da weint man hinterher. Aber jetzt habe ich ja schon ordentlich was gemacht. Das ist mega nice. Weil einen guten Bronto kann ich sowieso noch gebrauchen. Der Mystic Bronto ist gar nicht so dolle. Aber ich glaube, den haben wir auch am Anfang mehr so probehalber gezähmt. Und ich würde. Oh! Oh, was passiert da? Böse Sachen passieren da. Lass mal hier lang. Die waren da gerade noch nicht. Eckiger. Ich werde zumindest eben gucken, welches Level der Enforcer ist. Weil unser war ja mega low level. Und der ist für sein low level schon echt richtig gut. Okay, der ist Level 60. Der ist auch nicht besser. Gucken wir mal noch rum, was wir hier noch so sehen. Ein Tesla. Welches Level ist der Tesla? Weil ein High Level Tesla nehme ich auch. 220. Ich weiß nicht, warum ich die jetzt. Der sieht halt auch cool aus, ne? Ich glaube. Hey. Was ist los? Ist Beef? Ja, das solltest du mir mal anders überlegen, Freundchen. Ich glaube, dann haben wir hier wieder die Insel immer. Oh, das ist ein Tesla. Gucken wir nochmal kurz. 200. Okay, der ist auch nicht höher als unserer. Der darf auch weiter hier bleiben. Gut, dann bring ich die beiden mal zurück. Machen Sattel für beide und dann würde ich sagen, probieren wir die mal aus. Bis gleich. Also, da bin ich wieder. Die stehen hier beide bei mir auf dem Dach. Ich habe ihm schon Sattel gemacht und bei ihm musste ich erstmal rausfinden, was das überhaupt für ein Sattel sein musste. Weil ich habe Tech Giga V2 Sattel gemacht. Das war der einzige Tech Giga Sattel, der ging nicht. Dann habe ich einen Mystic Giga Sattel gemacht, weil ich noch nie einen Mystic Giga gesehen hatte und dachte, das ist ja, geht nicht.
Dann habe ich Gigasolar gemacht, geht auch nicht. Und dann habe ich einfach einen normalen Gigasaal draufgepackt und der geht. Ah. Natürlich geht der normale Gigasaal und alles andere nicht. Danke für gar nichts. Ab und zu kommt mir das so vor, als wollen die mich nur quälen. Nö, komme ich hier in irgendein. Ja, ich habe ja Leitern, alles easy. Ich muss da abspringen, sonst frisst er mich wahrscheinlich. Aua, ich habe Fallschaden bekommen? Das hatte ich auch noch nicht. Okay, er baut Holz ab und er ist direkt voll, wenn er Holz abgebaut hat. Weil er kein Gewicht hat. Und er macht 2000 Schaden. Der macht weniger Schaden als Lucario. Giga, du bist eine Enttäuschung und ich muss ständig anhalten, wenn du einen Baum abbaust aus Versehen. Warum? Ich glaube, ich muss Gewicht da. Das kann ich nicht machen. Komm, wir machen mal ein bisschen Damage. Das hat zumindest ein bisschen Schaden macht, hoffentlich. Ey, das ist so ein blaues Dingsbums und ich habe gerade ein bisschen Frame-Einbrüche. 5000 Schaden. Okay, also ich kann euch jetzt schon sagen, egal wie hoch ich den level, der wird nicht stark werden. Der bleibt einfach nur zur Deko. Aber cool aussehen tut er ja. Alter, sieht echt cool aus. Und ich glaube, ich ziehe mir gleich so ein blaues Ding. Dillo, lass ihn in Ruhe. Ich brauche den noch. Oh, Entschuldigung. Oh Mann, ich beiß in einen Baum und muss direkt stehen bleiben. Was ist denn das? Okay, Giga, du kommst wieder nach Hause. Da bin ich wieder unten. Peter Roman meinte gerade, unter mir landen zu können. Geh weg! Ja, renn lieber. Wie der einfach in Flammen steht. Ja, was machst du jetzt, hä? Keine Chance gegen meinen Bronto oder was? Und hier ist einer von den Monster Hunter, den kann ich auch locker besiegen, glaube ich. Ja, der hat noch 8000 Leben. Easy K. Komm her. Da. Auf jeden Fall ist der Prime Meat, also musst du dir mal ordentlich Fleisch reinpacken. Das ist halt ungewöhnlich, aber ist cool. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Movement Speed. Okay, hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Oh, der macht so eine komische Animation. Aber es ist cool, auf einem Feuerbrunnen herumzureiten, das kann ich schon mal sagen. Und irgendwas habe ich da Damage gemacht. Oh, eine Meganora. Okay. Wer sich noch mit dem Boss anlegen? Eigentlich könnte ich mal. Ich habe letztens irgendwie ins Wasser gehauen mit irgendwas und habe da was bekommen. Ist das von die. Okay. Von denen anscheinend nicht. Weil ich dachte, dass ich irgendwie davon solche Tame-Sachen bekommen hätte. Aber es scheint nicht so zu sein. Ich weiß nicht, ob wir uns mit dem Kanu anlegen wollen. Welches Level ist der? Wenn ich das mal sehen könnte. Hallo? Level 80 nur. Und 400. Ja, den schaffen wir, den schaffen wir. Klatsche wie easy. Aber erstmal legen wir uns hier noch mit den Titan Boars an, wovon es übrigens übelst viele gibt. Ich weiß gar nicht. Oh, von denen kriegt man auch sowas? Oder habe ich irgendwo eine Fee gekillt? Hä? Okay, ich bin mir unsicher. Oh, habe ich das doch von den Fischen bekommen? Ich bin verwirrt, ist doch nicht so schlimm. Wir nehmen es einfach hin. So. Mein Kahn will zu Beef. Wie er einfach Sachen anzündet, ist immer mega genial. Ja, komm ran. Komm ran, du hast keine Chance. Wen hab ich jetzt da noch geschlagen? Ich hab noch irgendjemanden geschlagen. Warum haut der so langsam? Bin ich stuck? Ich bin stuck, ich kann nicht laufen. Ach du Scheiße. Der ist unter mir. Ich fliege, oder? Ich kann auf jeden Fall irgendwie nicht laufen. Jetzt! Nice. So, jetzt gibt's da wieder eine Schelle. Komm schon, du schaffst das. Warum musst du jetzt kacken? Warum haut der nicht? Irgendwie hau ich ab und zu nicht. Irgendwie läuft der unter mich oder so. Komm schon! Mach doch was! Nice. Jetzt aber, jetzt haben wir ihn. Komm. Tu es. Er muss halt die ganze Zeit kacken. Warum musst du so viel kacken? Was ist denn los? Ja, wir haben es geschafft. Easy Kill, sag ich euch.
wie der da runterrutscht. Oh, herrlich. Aber ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Wir haben ja einiges gerissen. Hätte ich nicht gedacht, dass das alles so gut läuft. Auch Lucario ist mega cool. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn die positive Werte. Ich will ein bisschen ranzoomen, dass ihr mich auch seht. Aber ich glaube, das geht gar nicht vernünftig. So, damit ihr mein schönes Mew auch seht. Abonnieren wäre noch schöner, wenn ihr uns abonniert. Das wäre mega lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen zur weiteren Folge. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und tschüss.